Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer, Seminarleiter und Forscher in der vedischen, sprich indischen Astrologie. Ja, in diesem circa 20-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung des Monats September 2019 anhand des jeweiligen Aszendenten. Und so brauchen Sie eben das Wissen darüber, welcher Aszendent der Ihre ist, denn in der vedischen Astrologie ist es so, dass primär der Aszendent wichtiger ist und nicht so, wie Sie das gewohnt sind aus der westlichen Astrologie, das sogenannte Sonnenzeichen. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja? Dann können Sie gerne unterhalb dieses Videos hier auf einen Link gehen. Da kommen Sie auf eine Seite, wie Sie gratis Ihren eigenen Aszendenten, ob Sie jetzt Widder-Aszendent, Stier-Aszendent, Zwilling-Aszendent und so weiter sind, ausrechnen können, um dann das Richtige der 12 verschiedenen Videos für den Monat September 2019 wählen zu können. Ja, dann weiterer wichtiger Punkt, bevor wir loslegen, sind die sogenannten vedischen Astro-News, denn 12-mal im Jahr verschicke ich gratis sehr wertvolle, lohnende, wichtige, interessante Informationen über die vedische Astrologie. Das bedeutet Deutungen über Weltereignisse, Zeitqualität, Persönlichkeiten. Jetzt in der neuen Ausgabe kommt ein Artikel, wie man Teile seines Namens aus dem vedischen Horoskop herauslesen kann und vieles, vieles mehr. Falls Sie da noch nicht eingetragen sind im Verteiler, finden Sie auch dazu unterhalb dieses Videos einen Link, wie Sie sich gratis hier registrieren können, damit auch Sie künftig jeden Monat gratis Ihre vedischen Astro-News erhalten können, per E-Mail natürlich. Dann letzte Nachricht, bevor wir dann schon loslegen. Ja, jetzt auch letzter Aufruf. Und zwar, wie bereits letztes Jahr und auch dieses Jahr im Frühjahr, finden hier auf der wunderschönen Insel Zypern zwei Seminare im Oktober statt, wo Sie mehr über sich erfahren können, den Weg des Mensch erkenne dich selbst in der Tiefe erfahren können. Es sind zwei Seminare, wo es darum geht, anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops im Kreise von Gleichgesinnten in der Tiefe Ihr Schicksal, aber auch Ihre spirituelle Entwicklung aus dem vedischen Horoskop mit mir zusammen herauszulesen. Und das könnte man sagen, ist wie eine spirituelle Auszeit für sich selbst. Und dazu lade ich Sie ein. Sie finden auch dazu unterhalb dieses Videos den Link vorbereitet, damit Sie mehr über diese besonderen Seminare erfahren können, wozu Sie sich allerdings bis 20. September anmelden müssten, um dabei sein zu können. Ja, jetzt aber zur Deutung der Sterne für Monat September 2019. Aszendent Steinbock. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, wie bei Ihnen die planetare Großwetterlage aussieht für September 2019 anhand der Transitpositionen der Planeten. Wir lassen dazu mal gleich die ganze Mannschaft einfliegen und so sehen wir, dass Sie eine starke Besetzung des neunten Hauses haben, weil sich ja die Planeten Sonne, Merkur, Venus und Mars im Zeichen Jungfrau befinden. Jetzt erstmal in der ersten Monatshälfte, dann gibt es Veränderungen. Damit wird das neunte Haus für Sie besonders wichtig im Monat September 2019. Was ist denn so auf einer äußeren Ebene die Bedeutung des neunten Hauses? Nun, das neunte Haus steht für den Vater. Das bedeutet, sollte Ihr Vater noch leben, kann es sein, dass Sie mehr Zeit mit ihm verbringen wollen oder dass er generell auch mehr Raum in Ihrem Leben jetzt im Monat September 2019 einnehmen wird. Ja, vielleicht
Machen Sie mehr was mit zusammen oder Sie verbringen mehr Zeit miteinander. Sollte Ihr Vater schon vorausgegangen sein, kann es sein, dass Sie sich auch auf einer inneren Ebene mehr mit Vaterthemen und den Auswirkungen auf Ihre Entwicklung und Erziehung beschäftigen wollen, was ja sehr, sehr wichtig ist, ne? Denn zum Beispiel, Sie sind ja Aszendent Steinbock und Steinbock ist das 10. Zeichen und das hat viel mit dem Vater zu tun, denn wenn Sie beispielsweise sehr viel arbeiten, was bei Steinböcken ja oft der Fall ist, dann kommt es oft auch daher, weil man vielleicht in der Vergangenheit als Kind und Jugendlicher von seinem Vater nicht gelobt worden ist und versucht dann das zu kompensieren und sich diese fehlende Anerkennung und Wertschätzung durch die Eltern oder speziell durch den Vater eben durch die Arbeit zu holen. Und so können bestimmte Themen, vaterbezogen war jetzt nur ein Beispiel dazu, für Sie jetzt wichtiger werden. Nun, das 9. Haus ist das günstigste Haus im Horoskop der vedischen Astrologie von allen 12 Häusern. Es ist das größte Glückshaus. So steht das 9. Haus vor allem auch für die göttliche Gnade. Das bedeutet, günstige Fügungen im Monat September 2019 sind leichter möglich und so kann sich etwas Unerwartetes, Positives für Sie jetzt leichter ereignen. Natürlich sollten wir aber nicht darauf warten, ja, was jetzt da passiert und dann in Untätigkeit verharren. Ganz im Gegenteil, wir sind selbst die Schöpfer unserer Zukunft. Und das 9. Haus hat viele interessante Bedeutungen, die ich Ihnen nun mal aufzählen möchte, damit Sie verstehen, welche Grundenergie das ist, ja? Das 9. Haus steht für das Wissen über das Selbst, ja? Sprich auch die Selbsterkenntnis, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Sinn des Lebens und der Entwicklung des eigenen Glaubens. Das 9. Haus steht auch für Weisheit oder auch für einen Guru oder Lehrer, der einem hilft, mehr Licht zu bekommen im eigenen Inneren und die Dunkelheit zu überwinden. Deswegen steht das 9. Haus auch für die Astrologie oder für Weisheitslehren oder für Religion oder auch für Ethik, für Moral. Es steht aber auch für Reisen an Kraftorte, für Reisen an heilige Orte, ja, für Pilgertouren. Warum? Nun, all die Dinge, die ich Ihnen jetzt aufgezählt habe, sind Wege und Möglichkeiten, zu einem höheren Verständnis des Lebens gelangen zu können. Und nur dadurch, dass wir uns um diese Vergeistigung auch bemühen in unserem Leben, sprich zu einem höheren Verständnis gelangen zu können, nur dadurch finden wir letztlich zur höchsten Erfüllung im Leben. Denn die wirkliche Erfüllung im Leben besteht nicht in der Erlangung äußerer Dinge, also schönes Haus, schöner Partner, schönes Auto und so weiter, sondern wahre Glückseligkeit ist eben ein innerer Zustand, der um das Wissen des wahren Selbst, die Selbsterkenntnis und die Gottesverwirklichung weiß. Und das 9. Haus will Sie diesen Monat September 2019 dafür mehr sensibilisieren, ja, weil Sie jetzt auch leichter zu diesen so wichtigen Inhalten, über die ich gerade gesprochen habe, leichter Zugang haben. So kann dieses höhere Verständnis des Lebens jetzt leichter zu Ihnen kommen, weil Sie meinetwegen mit der Astrologie sich mehr beschäftigen oder weil Sie einen Guru annehmen. Könnte sein, dass Sie jetzt vielleicht ja Ihren Führer finden auf dem spirituellen Weg oder Sie nehmen einen anderen Lehrer an, ja, der Ihnen helfen kann, sich mehr zu entwickeln, Ihrem wahren Selbst mehr auf die Schliche zu kommen. Das 9. Haus steht aber auch beispielsweise für Reisen an Kraftorte. Ich erinnere mich da ganz gerne daran. Ich habe in Deutschland, wie ich noch in Deutschland lebte, ich wohne ja jetzt hier auf Zypern, habe ich
Vor 10 Jahren oder was bin ich gereist an die Externsteine. Ist ein Kraftort in Deutschland. Und da habe ich gebetet, damit ich meine Bestimmung finde, weil ich war hin und her gerissen. Ich wollte hauptberuflich als vedischer Astrologe arbeiten, aber mein ganzes Umfeld hat ja gesagt, du spinnst, du musst was Normales machen, davon kann man nicht leben und da bla bla bla. Und ich war aber innerlich schon klar, dass ich sage, ich muss das machen. Und so bin ich aber zu den externen Steinen, also einem Kraftort in Deutschland. Ich habe dann also zuvor erstmal gebetet, ja. Und dann kam es von innen. Gerhard, du musst diese Arbeit machen. Wir warten auf dich. Ja, mach die vedische Astrologie. Das ist doch deins. Und ich habe geschrieben, eine ganze Seite. Mir sind, glaube ich, auch die Tränen runter. Also sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Aber egal. So verstehen Sie auch, dass das neunte Haus auch für die eigene Berufung, für das Schicksal, für den Sinn im Leben steht. Alles Themen, die Ihnen nun bei entsprechender Ruhe und Besinnung und Ausrichtung leichter zugänglich werden. Und Reisen an Kraftorte oder heilige Orte oder auch Strecken des Jakobsweg zu gehen, was man ja auch in Deutschland machen kann oder Österreich, Schweiz, sind Ihnen jetzt leichter zugänglich, um Sie mit diesen Impulsen, über die ich jetzt gesprochen habe, mehr in Verbindung bringen zu können. Dabei unterstützt sie auch, dass sie Jupiter im 12. Haus haben. Denn was sagt das aus? Na, das verlangt, dass sie Sinn und Glück und Freude jetzt besonders darin finden, wenn sie auch Zeit des Alleinseins haben. Jupiter wird nur noch kurze Zeit, noch gute 2, 3 Monate in dieser Position sein. Und dann geht er ja raus in Aszendenten. Und so sind sie immer noch besonders in einer Schwingung, wo sie besonders von Meditation und Rückzug profitieren könnten. Nun, zurück zu den vier Planeten im neunten Haus. Wir sehen natürlich auch, dass Mars, Venus und Merkur verbrannt sind, weil sie zu nahe an der Sonne stehen. So sollten Sie die Erwartungen nicht so hoch ansetzen, weil verbrannte Planeten etwas hinter dem zurückbleiben, was sie optimalerweise bringen. Trotzdem, wir haben ja nicht den Anspruch auf die Früchte unserer Handlungen, sondern wir haben die Verpflichtung zu handeln. Und dann das, was kommt, als den für uns wirklichen oder korrekten Verdienst bedingungslos zu akzeptieren. Als das, was Gott uns eben nun zugestanden hat, ja. Und Voraussetzung dafür ist ja, dass wir immer unser Bestes geben. So wäre also mein Rat, dass Sie im Monat September 2019 sich Zeit auch nehmen für die Beantwortung der Frage, was sehen Sie als den Sinn Ihres menschlichen Lebens? Ja, das ist eine der Hauptbedeutungen des neunten Hauses. Und da Ihnen die göttliche Gnade und die Weisheit, ja, das Glück jetzt näher sind im Monat September, kommen diesbezüglich leichte Antworten. Denn wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Guru, heißt es ja. Ne? Und dort, wo Sehnsucht ist, kommen Antworten. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Nur wo keine Sehnsucht ist, wo kein Bedarf ist, kommt auch nichts. Und so ist es eine große Gnade schon eben, wenn Sie auch Sehnsucht in Ihrem Herzen verspüren, dass es doch irgendwie einen höheren Sinn von all dem geben muss, als wie nur Arbeit und Konsum. Ja, produzieren und konsumieren. Ist das alles? Nee, ist es natürlich nicht. Und das neunte Haus bringt genau die Antworten, nämlich um das Verständnis, dass es eine höhere Ordnung und einen höchsten Sinn für das besondere Erlebnis, einen menschlichen Körper haben zu dürfen, geht.
Und deswegen finden Sie leichter im September in dem Studium Heiliger Schriften, in der Beschäftigung von mir aus mit Ethik oder Moral. Sie müssen das nicht alles machen. Ich schildere Ihnen bloß die verschiedenen Bedeutungen des neunten Hauses, wer all diese verschiedenen Möglichkeiten, ob Sie sich jetzt mit Moral beschäftigen oder an einen Kraftort fahren oder mit Ihrem Glauben beschäftigen oder einen Guru annehmen oder Astrologie studieren. All diese Weisheitsschritte bringen Ihnen im Monat September 2019 leichter ein höheres Verständnis des Lebens oder führt Sie mehr an Ihre Berufung oder Ihre Sinnfindung Ihres Lebens heran. So, dann schauen wir aber weiter, denn die Planeten verlegen ja ihre Position auch. Nämlich Venus und Merkur gehen circa Mitte des Monats raus ins 10. Haus. Übrigens, die sind dann auch nicht mehr verbrannt. Das ist gut, denn das bedeutet, dass sie ab Mitte September ihre Arbeit sehr angenehm erfahren. Sie werden in ihrer Arbeit als sehr diplomatisch, charismatisch, talentiert und geschickt und kommunikativ wahrgenommen. Eine ganz gute Zeit, um vielleicht auch Verhandlungen zu führen mit dem Chef. Ja, vielleicht wollen Sie ja eine Gehaltserhöhung. Und somit wird besonders die zweite Monatshälfte von einer eher angenehmen Zeit geprägt, was den beruflichen Aufstieg angeht. Die Sonne rückt ja auch nach am 23.09. Da kommt dann noch mehr Begeisterung wieder ins berufliche Weiterkommen mit ins Spiel, sodass Kraft und Begeisterung und Motivation zusätzlich ab 23. September ihr berufliches Vorwärtskommen wieder anschieben. Nun die anderen Planeten, Saturn und Ketu und Rahu und Jupiter, sind ja mehrere Monate im gleichen Zeichen, damit unverändert, was die Hausposition angeht. Da hat sich jetzt nichts getan gegenüber dem August. Allerdings sehen wir uns das noch mal kurz an, denn sie haben schon eine besondere Situation, weil jetzt eben der Saturn in ihrem Aszendenten ist mit Ketu. Und das drückt aus, dass sie sich in einer großen psychologischen Wachstumsphase befinden, wo sie sich auch stärker damit beschäftigen, was mache ich mit meiner Zeit, ne? Klammer auf, Lebenszeit, Klammer zu. Wo will ich wachsen? Worin bestehen meine Schwächen? Die Dinge werden Ihnen mehr bewusst gemacht. Sie werden sich auch mehr mit dem Thema der Vergänglichkeit des Lebens beschäftigen wollen, ja vielleicht sogar auch mit dem Tod, denn auch das ist eine Bedeutung Saturns, was ja gut ist, ja, dass das die Gesellschaft negativ redet, das ist ein anderes Thema, ja, dass das verdrängt wird, was ja schlecht ist, sondern es geht ja auch darum, den Tod bereits zu Lebzeiten zu überwinden, indem wir eben wissen, wir können ja gar nicht sterben, wir können ja nur die Kleider wechseln und dann geht's weiter. Ja, weil Leben kann nicht zerstört werden. Und nur der physische Körper kann zerstört werden, aber deswegen geht es trotzdem weiter. Und so sind das Themen, die jetzt langfristig wichtig sind in Ihrer Entwicklung. Das sind die dahinterliegenden langfristigen Impulse, über die ich gerade gesprochen habe. Nur damit Sie in diesen Themen, also mit Saturn Keto in Haus 1, weiterkommen, was ich gerade beschrieben habe, ist es gleichzeitig besonders wichtig, besser zu werden im Umgang mit ihren Mitmenschen oder besser zu werden in ihrer Beziehung. Rahu in Haus 7. Das heißt, die Schwächen, die Sie in Ihrer Persönlichkeit noch besonders haben, werden Ihnen aktuell besonders gespiegelt im Austausch mit Mitmenschen oder in Ihrer Partnerschaft. Und nur, dass Sie sich hierfür mehr Aufmerksamkeit nehmen, hier genauer hinschauen, was da eigentlich noch nicht so rund läuft oder noch nicht so in Harmonie ist, lernen Sie über sich selber. Und wenn, also zum Beispiel, wenn Sie merken, irgendwas
läuft noch nicht so rund mit der Partnerschaft. Ja, die Partnerin oder der Partner ist öfters komisch oder gibt öfters Zank. Dann hat das was mit Ihnen zu tun und auch mit Schwächen an Ihrer Persönlichkeit. Und die Frage ist, was Sie an sich verändern müssen. Und so geht der Finger wieder nach innen. Zack. Und wir sind wieder gefordert. Und so ist eben ein Partner oder auch der Mitmensch ein sehr, sehr wichtiger Spiegel für unsere Selbstentwicklung. Und so sollten wir den Spiegel nicht bekämpfen und schimpfen, sondern ihm dankbar sein, dass er uns dabei hilft, uns besser selbst zu erforschen und auch dann natürlich zu korrigieren. In diesem Sinne, ja, das war's für Sie als Aszendent Steinbock, Monat September 2019. Ja, nun sind wir am Ende angelangt, deswegen nochmals die Erinnerung, falls noch nicht eingetragen, hier meine vedischen Astro-News. Hierzu finden Sie vorbereitet einen Link unterhalb dieses Videos, damit Sie auch künftig einmal im Monat gratis diese sehr gerne gelesenen vedischen Astro-News erhalten können. Und natürlich der zweite Punkt, das Highlight des Jahres 2019, Ihre Reise zu sich selbst, Ihre Reise in Ihr eigenes inneres Universum. Dazu finden zwei Seminare statt. Spirituelle Auszeiten könnte man auch dazu sagen. Hier auf der so wunderschönen Insel Zypern. Ja, und zwar von Mitte Oktober, jeweils eine Woche. Ja, können auch beide Seminare buchen oder getrennt zu Themen, die Sie zu sich und Ihrer Quelle näher bringen, damit Sie Ihr Leben zu mehr Blüte und Erfüllung bringen können. Und sofern Sie darüber auch mehr erfahren wollen, befindet sich auch dazu unterhalb dieses Videos ein Link mit einer sehr ausführlichen Beschreibung, damit Sie schon eine Vorfreude oder Gefühl bekommen, welche besondere Möglichkeit das für Sie wäre, hier sich diese Auszeit im Oktober gönnen zu können. Gut, ja, dann verbleibt es mir nur noch, Ihnen auch für den Monat September 2019, ja, eine weitere erfolgreiche Reise in Ihre Kraft oder ins Licht zu wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.